Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft durch die Galaxy Resurrection. Ups. Ja. Wir wollen dann heute in den Nether gehen. Machen wir mal. Head, bring uns dahin. Ja, einen sicheren Ort. Einen sicheren Ort. Dankeschön, du Scheißteil. Zum Glück können wir über Lava laufen. Wie zum Henker kommen wir jetzt zur Festung? Wir sind so ganz anders rausgekommen. Okay, die Festung ist da. Also müssen wir nur... Genau. Da entlang laufen. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Ich bin so ein Idiot. Boah, das hätte ich eigentlich eh nur verdient, wenn ich jetzt darin aufgegangen wäre. Zum Glück habe ich Fire Resistance. Was haben wir da drüben am Wachsen? Was ich recht interessant finde, ist ja einfach hier, dass in diesem Pack der Nether 100% gleich ist. Growing Weed. Weed, nicht Weed. Shadow Iron, Cyrus. Da siehst du schon die, ja, wie heißt das, die Festung? Ich habe heute echt wieder Sprachfindungswort für... Ja, ihr merkt schon. Probleme mit meiner Sprache habe ich heute. Okay, da ist die Festung. Und noch ein wundervolles Prachtstück. Gehen wir mal da drüben an Land und dann rauf. Sehe ich gerade richtig? Draconium Ohr, das können wir aber nicht mit der abbauen, oder? Nein. Ach, jetzt halt doch mal die Schnauze, Gast. Ja, du willst jetzt die Weinsorte in die Fresse haben, ich hab's schon gespielt. Ja gut. Oh Gott. Löff! Löff. Das ist echt... Wow. Interessant. Also seit dem letzten Mal, wo ich im Nether war, hier in der Festung, wow, drei Köpfe. Alter, was geht hier? Ah, oh, der ist. Ja, fünf Köpfe, ne? Also man merkt schon, das geht wundervoll schnell. Ich will aber trotzdem noch mal... Duck. 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 Na, und Duck. Na. So, wie viel haben wir jetzt? Acht. Kann man mal machen. Das heißt, wir können zwei Minuten. Wie will das Skeleton-Seeds machen? Sehr schön. Das war jetzt echt schon heftig. Können wir die eigentlich auch... Oh, cool. Perfekt. Wie viele Knochen haben wir jetzt eigentlich schon? Acht. Das ist echt nicht wenig.
Oh, hier haben wir Initial Essence und Core Essence. Und die Truhe ist voll. Gut, das packen wir mal dahin. Das, Alter, wir haben neue Köpfe, so drei Füße spawnen gerade. Ja, gut. Danke, Pets. Ihr wart super. Nein, da nicht rein. Da rein. Das, das und das. Oh, die Drum ist auch hier. Ich will extra gerade mal hier hingehen. Ich will hier mal kurz die Loopbacks öffnen. Oh. Na gut. Na gut. Okay, das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. So. Hab ich hier. Hab ich heute ernsthaft dieses Ancient Parcel da? Ja gut. Selbst schuld, kann's nicht machen. Bin dumm. Okay. Alter. Maus. Mach nicht so einen Scheiß. Gut, wo war ich jetzt dran? Stimmt, die Ender Seeds müssen wir auch noch machen. Oh Gott. Bevor wir jetzt aber da weitermachen, wir brauchen, ich muss kurz die Folge cutten. So, da bin ich wieder, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Ja, ich bin komplett aus dem Thema raus, das weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte. Die Cold Essence wollte ich doch raushaben. Wenn, dann kommt ihr überhaupt hier rein, aber auch dann so wirklich. Gut, was könnten wir jetzt noch machen? Wir könnten eigentlich mal... Wir brauchen 16 Harvester, Alter. Machen wir erstmal den Harvest dafür. Ja, wir machen erstmal noch einen Harvester. Gucken wir uns da. Inka. Rocket Squid. Okay, ich will gar nicht das essen. Wir brauchen Inva Excel, Gold Gears und Machine Frame. Die Goldgears sind schnell gemacht. Gut, wir brauchen dann 1, 2, 3, 4. Dann Inver können wir schon mal schnell durchschmelzen. Aber da tut es wieder gut, so eine Maschinenhalle zu haben. Ah, hier ist es selber fertig, sehr schön. Auch noch ein klein wenig Osmium bereit. Sehr schön. Wie sieht das hier? Das sieht top aus, Alter. Ganz ehrlich. Gut. Wir brauchen Digi. 1, 2, 3, 4. Nochmal 2. Iron und dann noch mal 5. 14, oder es geht langsam aus. Hab ich hier noch 10? Müsste ich haben? Jawohl. Ja, das ist super. Ja, das ist super. Zack und zack.
Wird Convert aber und zocken dann wieder. Hieran. Extract. Ach, stimmt, da war ja noch das Shirt drin. Ja, ich, wie ihr seht, halte ich mich super an meine Vorgaben, dass ich das am Offscreen machen werde. Ein Machine Frame. Der ist fertig. Die Ten Gears auch. Eine Schere. Die Gold Gears waren das genau. Und dann brauche ich nochmal ein Gold und zwei Redstone für Le Reception Coil. Und jetzt die Plastikfies raussuchen, das wird lustig. Habe ich die hier reingetan? Moment, Moment. Ich wusste es. Oh. Und dann müssen wir eigentlich nur noch so machen und wir haben den Harvester. Subi. So. Der Harvester wird dann hier aufgestellt. Der hat jetzt auch keinen Strom, das ist ja klar. Gut. Problem ist, der braucht jetzt nur einen ganz kleinen Bereich. Das heißt, wir brauchen noch ein Upgrade. Ein Upgrade. Wie man so schön im Ghetto-Slang sagt. Oh Gott, ey. Ja, viele werden sich denken, das hat er gerade nicht wirklich gesagt. Ich denke es mir gerade wirklich selbst. Ich mache aber nochmal gerade einen Sledgehammer. Und wenn ich also jetzt gleich richtig sehe, vermute, wir brauchen das nur noch, um da müsste ein Iron reichen, wenn ich mich nicht täusche. Machen wir ein Iron Upgrade. Na, wo ist es da? Wir brauchen nur kurz das drüber. Den Rest hätte ich dann einfach so mal schmelzen. Ich weiß natürlich wieso, ich war dabei, dass wir Plastik-Sheets für Upgrades brauchen. Aber naja, ich kann mir jetzt nicht alles merken. Upgrade Iron, das sollte jetzt hoffentlich reichen. Müsste aber. Oh. Das ist sogar schon zu viel. Ja gut, dann kann ich wirklich was passieren. Boah, Maus, warum drehst du dich so extrem? So. Wir brauchen jetzt noch... ich würde die Teile erstmal gerne betreiben via Immersive-Kabeln. Ah, haben wir nicht irgendwie was... Personal Chest. Mann, das ärgert mich jetzt gerade. Mann, ich würde jetzt echt gerne irgendwie... Ja, dann muss ich erst einmal... Da muss ich später mit dem Tesseract dann arbeiten. Da ziehe ich erstmal so eine Iron Chest. Jo. Dann, wir brauchen LV Wires. Das sind einfach ein Stick und 4 Copper.
Und wir brauchen einen FO-Wire-Connector, das heißt, wir brauchen Play. 1, 2, 3, 4. Ist kein Thema, ist schnell gemacht. Kann ich auch wieder? Ja klar. Weiß ich noch nicht, ob es wirklich so viel schneller ist. Hat es auf jeden Fall schon mal durch. Und der hat noch ein bisschen jetzt über. Super. Tada. Und Stick. 4 war ja voll. Und nochmal 3 Koffer. Dann kann ich jetzt in Ruhe auf, gleich die Ruhe offscreen bauen. Wie bekomme ich den Strom da rüber? Oh, jetzt kommt das Verkabel aus meiner Flasche ins Werk. Bitte lass mich jetzt nach da hinten gehen. Bitte. Oh geil. Ja, hier kommt richtig Verkabelungsmeister Dosch. Ey, wenn ich gerade ein bisschen durchziehe, wie das jetzt plane, dann geht mir nach dieser Folge sowas von erschießen. Ja, ich mache das gerade wirklich. Hier hin, Alter. Ich sehe jetzt schon die Kommentare. Da sind gerade die einfach kaputt gegangen. Ist der bisschen Eisenbahn fertig? Ja. Alter, ich will mich hier in der Folge gerade selbst sterben, wie ich das hier aufbaue. Zack. Das müsste an sich ja eigentlich reichen, damit der Strom ankommt. Das funktioniert super. Das funktioniert echt super. Den Flatsch müssen wir jetzt noch irgendwie da rausbekommen. Das können wir mal gerade machen. Ich würde sagen, da machen wir einfach das, gehen wir da hier in der Metrocking Ground für. Weil den Sludge würde ich gerne später noch einen Sludge-Spoiler verwenden. Ja. Jetzt haben wir hier schon mal eine kleine Farm für 4 Cent. Gut, würde ich sagen, das machen wir schon ein paar Mal weiter so. Grundkurzverkabelung, die ich hier aufgebaut habe. Gut. Ich würde sagen, ich züchte dann jetzt mal die Seeds hoch. Baue schon mal eine nächste Ebene. Okay, was heißt Ebene? Eine neue Plattform. So da drüben. Dann können wir bald mal anfangen mit Botania. Der ist wieder broken. Ich hab vergessen, dass es auch als Wrench fungiert. Gut. Wie gesagt. Ich hebe eine neue Ebene, mache dann eine neue Plattform, gehe mich mal kurz selbst erschießen, züchte die Seeds hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!